Alexa, gibt es den Osterhasen wirklich? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich frage besser Meister Lampe, wenn er demnächst die Häschenspur hinunterhüpft. Also, die Antwort gibt es ja nächste Woche, ne? Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Ich fange wie immer an mit den Industrie-News. Industrie-News gibt es im Moment natürlich nach wie vor nur sehr bedingt. Ein paar Sachen habe ich rausgesucht. Zum Beispiel habe ich ein Video gefunden dazu, wie Instagram entstanden ist. Also quasi, ne, Student hatte die Idee und so weiter, so die amerikanische Geschichte. Tatsächlich interessant, da vielleicht mal reinzuschauen, weil es ja doch was ist, was wir jeden Tag benutzen und gar nicht so richtig wissen. Wo kommt das eigentlich her? Ursprünglich ging es nämlich um Whisky und nicht um Fotos. Dann Sigma, mal wieder ein Interview mit Sigma, und zwar so ein bisschen aktuelle Situation in Japan, so quasi, können wir produzieren, können wir nicht produzieren, und sie haben gesagt, dass demnächst mehrere kleine hochwertige Objektive kommen. Was auch immer das heißt. Also mutmaßlich eine neue Serie an APS-C-Objektiven. Aber Details habe ich da leider noch nicht. Dann, wenn du Langeweile hast und dich für Fotografie interessierst und du ein Zimmer zur Verfügung hast, dann kannst du mit diesem Video, das ich verlinke, ein Zimmer in eine Kamera verwandeln. Ja, man kann ja Kamera Obscura und so, man kann ja beliebig große Kameras bauen. Also wenn du ein ganzes Zimmer zur Kamera machen möchtest, das tatsächlich Fotos macht, in dem Video wird es dir sehr ausführlich erklärt, allerdings auf Englisch. Dann habe ich ein Video gefunden, 8 Stunden lang, gratis. Da wird, allerdings auch auf Englisch, da ist jemand, der Filme dreht und sich um Licht kümmert. Da wird also sehr, sehr ausführlich erklärt, wie man Licht setzt im Film. Also super aufwendig, zu aufwendig für Privatanwender natürlich. Aber super interessant, das mal zu sehen, wie die da also wirklich super aufwendig Licht setzen. Abmahner. Das Geschäft mit Abmahnern geht leider weiter. Ich habe mehrere Anwaltskanäle quasi abonniert, Blogs abonniert, und das ist gerade so eine Welle, die so ein bisschen durchgeht, dass die Anwälte sich darüber beschweren, dass die Abmahner weitermachen, auch in der aktuellen Situation. Sind sich dessen bewusst, die haben quasi ein bisschen die Zahlungsfristen angepasst, aber sind weiter dabei abzumahnen. Ja, sollte es ein Gesetz geben, also sollte es meiner Meinung nach ein Gesetz geben, so meine Meinung. Fuji. Wenn du dich für Fuji und für alte Filme interessierst, ich habe eine Seite gefunden, da hat jemand 80 Fuji-Filmsimulationen gemacht. Also quasi, du kannst die Einstellung, die du machen musst, damit deine Fuji-Bilder so aussehen wie ein bestimmter Film. 80 Stück, also Auswahl für alle Nostalgiker, die einen ganz bestimmten Film halt in ihrer Fuji simulieren möchten. Mehr dazu kommt dann gleich. Außerdem hat Fuji mehrere Kamera- und Objektive Firmware-Updates rausgebracht. Also da vielleicht mal vorbeischauen, ob deine Kamera oder Objektiv dabei sind. Instagram, Hashtag Wiesner News. Zum einen, sehr coole Aktion in Hamburg von der Elbphilharmonie. Die machen jeden Abend als Zeichen für die vielen Leute, die halt im Moment für uns aktiv sind und sich den Gefahren stellen, haben die auf der Elbphilharmonie ein paar Fenster angemacht, sodass es aussieht wie ein Herz. Gesehen hat das der Ben Regge und mir das Foto gezeigt. Das hat er im Moment auch auf Instagram und Facebook. Total schöne Geste, finde ich. Also, super Sache. Liebe Elbphilharmonie, danke für dieses Zeichen und danke Ben für das Bild. Außerdem habe ich gefunden ein Bild zum Thema Produktfotografie für diejenigen, die im Moment zu Hause eingesperrt sind und vielleicht ein Glas Wein oder Bier oder sowas fotografieren möchten. So als Weinflasche oder Weingläser, als Silhouette hat er da fotografiert. Sehr gut umgesetzt, coole Lösung, habe ich auch auf der Liste, wollte ich die nächsten Tage mal machen. Vielleicht machen wir das nochmal irgendwie ein Tutorial zu oder sowas. Aber du kannst ja schon mal anfangen, selbst zu experimentieren. Das nächste Bier, erst das Glas fotografieren und erst danach das Bier trinken oder Wein oder so oder O-Saft. Wiesner News im Team Wiesner. Wir als Team haben am Wochenende für euch gearbeitet. Am Dienstag wird es ein Video geben in Kooperation mit Nikon. Das ist auch ein bisschen nach unten, fand ich nicht schlecht, Ja. weil das so aussieht, als würdest du so runter auf die Straße Ja, gucken, jemanden beobachten. ja. Also können wir nochmal machen. Das Coole ist, das Licht kommt eigentlich von oben auf mein Auge. Man sieht aber nicht, dass es, ne? Also ich glaube, es passt. Kannst du jetzt mit dem Auge so ein ganz bisschen in meine Richtung kommen? Ja, stopp. Und wieder etwas runter, als bist du wieder im Schatten. Kopf neigen, Auge so lassen. Oh, das tut weh. Wo was war unser Kind kaputt? Ja, es kommt doch gut. 7 Tipps zum Fotografieren mit Fensterlicht und eben halt nicht nur stell deine Freundin vors Fenster, sondern ein paar kreative Ideen dabei. Außerdem, ganz wichtig war dabei die Vorgabe, dass man nichts Besonderes an Ausrüstung braucht. Keine Blitze, keine Lampen, keine teuren Spezialobjektive oder irgendwas, sondern ziemlich alltägliche Sachen. Wir haben uns Mühe gegeben, es war spannend, war intensiv, weil wir einen sehr kurzen Zeitplan hatten. Und es war so ein bisschen, wenn du sowas schon mal gemacht hast, wie so ein Fotomarathon. Quasi überleg dir mal an einem Tag 7 Ideen und setz die mal alle um und versuch auch noch so ein halbwegs vernünftiges Foto bei rumzukriegen. Nur mit den Sachen, die du im Haus hast.
Und nicht irgendwie wochenlange Vorbereitung und so weiter. Kommt nochmal ein bisschen die grauen Zellen beanspruchen und haben halt eben den Sebastian mit eingebunden und natürlich meinen Hund und meine Tochter und so weiter. Also Familienbetrieb quasi. Ganz kurz Zielfotos. Wir versenden ganz normal weiter. Die Post selbst liefert auch noch. Der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt. Wir arbeiten die zügig ab. Es gibt teilweise Lieferverzögerungen bei der Post, da kann ich nichts dran machen, aber sind auch bislang alle sehr entspannt. Manchmal dauert es halt eben 2-3 Tage statt einem Tag. Es liegt nicht in unserer Hand, aber nach meinem Wissen klappt es zumindest alles noch zuverlässig. Also unser Lebensader. Dann haben wir letzte Woche und vorletzte Woche so ein bisschen gesagt, ja, wir fahren so ein bisschen runter, wir machen neue Themen. Interessanterweise sind wir erst in Woche 2, also Woche 2 hat gerade angefangen, so von diesem Kontaktverbot und so weiter. Freitag der 13., da wurden die Krippen geschlossen etc. Also wir sind noch gar nicht lange drin, es fühlt sich schon wieder ewig an, oder? Also ein Stück weit ist Normalität, hat sich eingependelt und ein Stück weit ist irgendwie alles noch komisch. Ist tatsächlich so, wir brauchen so ein bisschen, wir haben natürlich so ein Backlog und ein paar Ideen oder Sachen, die wir auch schon gedreht hatten. Wir waren nochmal unterwegs, haben davon noch nicht alle Videos gezeigt. Die Fuji war angekündigt oder verschiedene andere Sachen, die halt einfach schon angeleiert waren, die wir halt abarbeiten müssen. Oder möchten auch natürlich. Nichtsdestotrotz geben wir uns Mühe, dass wir immer mehr die nächste Zeit Videos machen, halt eben zur aktuellen Situation, also Sachen, die man nur zu Hause machen kann, für die man nicht wegfahren muss, für die man nicht auch irgendwas Teures kaufen muss oder sowas. Also natürlich kommen wir euch da entgegen und versuchen euch da mit kreativen Ideen vor allem bei Laune zu halten. Es dauert halt einfach so ein bisschen bis wir da so richtig im Flow drin sind quasi. Podcast, da geht sehr, sehr viel. Letzte Woche ist live gegangen Tanja Brand. Wenn du es noch nicht gehört hast, hörst du dir an, es ist sehr hörenswert. Diese Woche geht live der Florian Schmidt, ein Naturfotograf, der uns erzählt, wie er in verschiedenen skandinavischen Ländern oder auch in Polen oder auch in Deutschland unterwegs war. Auch sehr hörenswert, auch sehr interessant, um mal zu sehen, wie aufwendig sowas ist. Diese Woche haben wir wieder 2 Termine, 2 neue Rekruten quasi. Wir haben einmal jemanden, der professionell filmt. Und dann jemanden, der professionell Sportfotografie macht. Also wenn die Weltmeisterschaft ist, dann steht der am Spielfeldrand und so weiter. Der hat natürlich im Moment ein bisschen nicht weniger zu tun. Das heißt, der hatte spontan Zeit für uns. Glaube ich, sehr, sehr spannend. Die letzten Themen waren eher so Natur und Tiere. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mal so einen Filmer haben, der zum Beispiel Musikvideos macht und jemanden haben, der eben Sportfotografie macht. Nächste Woche haben wir den Andreas Jorns. Wenn du den nicht kennst, schau mal bei ihm bei Instagram vorbei. Der hat zum Beispiel ein gutes Buch geschrieben, Sensual Nude, ist auf Deutsch. Der macht sehr, sehr viel mit Fensterlicht, auch Blitz, aber vor allem Fensterlicht. Sehr schöne Aktfotografie. Und hier steht drin, wie man es macht. Also wenn du alles über Fensterlicht und Körper wissen willst, hier steht es drin, ich verlinke das. Und der macht natürlich auch Bildbände, wo er halt eben, das kann ich zeigen, darf nicht alles zeigen. Wo er eben vor allem leicht bekleidete Frauen oder aber auch Männer halt eben fotografiert. Alles in Schwarz-Weiß, alles sehr, sehr einfache Setups und so weiter. Also sehr schön. Ich folge ihm schon sehr lange und freue mich sehr darauf, dass ich ihn nächste Woche im Podcast habe. Außerdem haben wir noch ein paar anderen bereits angeschrieben. Ja, nein, vielleicht, wir finden keinen Termin und so weiter. Also es geht hoffentlich so ein bisschen so, dass wir das wöchentlich oder zweiwöchentlich weitermachen können. Frage der Woche. Frage der Woche kommt vom Tarek. Tarek fragt, wie viele Fotos schießt du, bis du dein Finales hast, beziehungsweise eins, welches du dann auch bearbeitest? Und was machst du mit den anderen schlechten Bildern? Schlechte Bilder lösche ich. Warum soll ich die aufheben? Ist tatsächlich so. Also ernste Frage. Wenn ich durch meinen Lightroom-Katalog gucke, dann sehe ich, dass vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, ernsthaft zu fotografieren, so die ersten 2-3 Jahre, habe ich aufs Jahr gesehen viel, viel mehr Bilder geschossen als vorher. Man sieht so richtig einen Sprung und es wird immer mehr. Und jetzt, wo ich das seit ein paar Jahren mache und wo ich es auch beruflich mache, fotografiere ich viel weniger. Es täuscht natürlich immer ein bisschen, wenn da ein paar Timelapses dabei sind, habe ich plötzlich viele Bilder. Oder wenn ich mal eine Hochzeit gemacht habe, sind da plötzlich viele Bilder und so weiter. Nichtsdestotrotz ist tatsächlich so, ich fotografiere mehr Bilder, ich hebe aber weniger auf als früher. Also ich lösche sehr, sehr rigoros. Aber wie viele ich mache, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich meine Handwerker fotografiere, da bin ich 1,5 Stunden, 2 Stunden am Fotografieren, dann habe ich vielleicht 250, 300 Bilder. Aber das sind natürlich häufig auch Serien. Ne? Der Handwerker ist irgendwas am Basteln und ich mache halt mehrere Bilder. Da schaue ich sie mir nachher in großen Ruhe an und hebe halt 2, 3 auf davon, aber nicht zwingend die ganze Serie oder sowas. Wenn ich Landschaftsfotografie mache, dann mache ich vielleicht nur 5 Bilder und veröffentliche 1 davon und die anderen 4 hebe ich auf oder lösche, je nachdem. Also kann man so wirklich nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist es so, ich mache weniger Fotos, ich lösche mehr Fotos und ich mache Fotos halt auch viel bewusster als früher. Aber, wichtiger Punkt vielleicht noch, wenn ich zum Beispiel meinen Hund oder meine Tochter fotografiere oder eben die Handwerker oder sowas, ich fotografiere viel mehr in Serien,
Und das ist was ich häufig sehe, auch auf den Workshops bei Anfängern im weitesten Sinne, dass sie sehr, sehr wenig Bilder machen. Sehr zögerlich, sogar ganz viel Mühe geben, genau den richtigen Bildausschnitt zu haben, das perfekte Foto zu haben, und dann machen sie 1, 2, 3 Bilder, während ich in der gleichen Zeit 20, 30 Bilder mache. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann ein gutes Bild dabei habe, ist einfach mal höher, wenn ich etwas fotografiere, das sich bewegt. Eine Landschaftsfotografie ist etwas anderes, da gebe ich mir Mühe und richte genau aus und dann mache ich halt ein Bild und gehe wieder. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber im Zweifelsfall, wenn du zu Hause gerade deine Kinder fotografierst, mach mehr Bilder und nochmal mehr Bilder. Und dann lösche sie halt alle wieder. Aber dann hast du auch einen Gesichtsausdruck dabei, der genau der richtige ist. Und dann sitzt auch der Fokus. Und dann hast du auch die richtigen Einstellungen gehabt und so weiter. Wäre so. Noch so ein Tipp. Gear der Woche, Ausrüstung der Woche. Bei uns zu Hause steht neuerdings eine Alexa, nicht die, das ist die Studio, sondern die Alexa Echo 8. Und bei meinen Schwiegereltern auch. Und das hat den Vorteil, die beiden können jetzt, also meine Tochter vor allem und die Oma, die können jetzt Videokonferenzen machen. Das kann ich natürlich auch mit dem Handy, ganz normal, aber das wirst du kennen. Beide haben das Handy in der Hand, beide wackeln, da wird einem ja schwindelig. Super Sache, das ist so richtig so irgendwie, es funktioniert halt einfach so. Ich kann dann sagen, ruf Oma an und dann wird Oma angerufen und dann kann ich meine Tochter davor setzen und dann spielt sie irgendwas und Oma bespaßt sie und so weiter und ich kann mal durchschnaufen. Weil die Oma darf im Moment halt nicht zu uns kommen, das ist ja das Problem. Also wenn du sowas nicht kennst, kann man eventuell mal ausprobieren. Es gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben die 8er, finde ich eine sehr angenehme Sache. Außerdem habe ich da raufgepackt, das kann man muss halt über die Cloud gehen, ganzen Haufen Fotos, Familienfotos halt, das heißt, da sind irgendwie 200 Bilder drauf. Die laufen halt immer durch, so als Bildschirmschoner, also ein digitaler Bildschirmschoner quasi, der jetzt bei uns in der Küche steht. Und wenn wir beim Essen sind, dann immer mal wieder, oh, weißt du noch und so, weil es halt persönliche Bilder sind von uns halt, wo wir uns dran erinnern, so die letzten 2, 3, 4 Jahre halt. Also haben wir privat sehr viel Freude dran. Gewinnspiel. Gewinner der letzten Woche, da gab es das Buch von Tanja Brandt zu gewinnen. Gewinner ist der René Gumpinger. René, mach mir eine persönliche Nachricht mit deiner Adresse und ich schicke dir das Buch von Tanja zu. Das kommt dann direkt von Amazon, nicht von mir. Meins behalte ich. Ich schicke dir nagelneues zu. Neues Gewinnspiel, passend zum Andreas Jorns, gibt es hier das Buch Uninvited. Der macht also, wie gesagt, sehr hochwertige Bildbände, ist ein Bildband. Wenn du dich also für Schwarz-Weiß-Aktfotografie interessierst, Uninvited, ich glaube, es gibt es nicht mehr. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich schon eine Rarität. Ich habe davon eins im Regal gestehen gehabt, dass ich selbst auch mal Geschenk gekriegt habe und dass ich jetzt also weiter verschicke. Das Einzige, was du machen musst, wie immer, Andreas Jorns in deinem Kommentar erwähnen und dann wähle ich einen zufälligen Gewinner aus. Bitte nur eine deutsche Adresse wegen Porto, Zoll und so weiter und so fort. Danke. So, ganz kurz, jetzt muss ich noch sagen, was mit der Fuji, die steht hier einfach deswegen, damit man sieht, dass ich sie tatsächlich habe. Wir haben sie jetzt eine Woche, wir müssen diese Woche eigentlich noch ein Review machen, ein bisschen Zeitproblem. Das ist die X-T4, ein Vorserienmodell, eins der wenigen, die es in Deutschland im Moment gibt. Und wir werden dementsprechend ein Review voraussichtlich nächste Woche davon machen. Und das natürlich vergleichen mit der X-T3, lohnt sich ein Update, ist es besser, soll man warten oder nicht? Da werde ich versuchen, ein paar Antworten drauf zu geben, bevor ich sie dann zurückgeben muss. Ist ein Leihgerät von Fuji Deutschland. In diesem Sinne, das waren die Wiesner News. Ich zeige noch einen kleinen Abspann von unserem Wochenenddreh und wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss. Okay? Okay. Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Wiesner, ich bin Fotograf aus Niedersachsen und das ist meine Frau Christina. Hallo. Und wir haben euch 7 Ideen mitgebracht zum Fotografieren daheim, mit der Familie oder mit Freunden, nur mit Fensterlicht, ohne Blitze, ohne Lampen, ohne sonstige teure Fotoausrüstung, einfach kreative Ideen und uns gegenseitig inspirieren können. Also los, auf geht's. Besser. Ja, viel besser. Viel besser. Einmal aber noch. Mhm. Einmal noch so wie das. Okay. Du bist viel strenger als Sebastian. Ja, aber ich mache das auch schon länger. Das stimmt. Ja, ich meine. Okay. Ich kritisiere dich jetzt hauptberuflich seit 4 Jahren. Ne? Ja, das stimmt. Nebenberuflich auch. Ja, hauptberuflich mache ich was anderes. Hallo zusammen. Mein Name ist Stefan Wiesner, ich bin Fotograf aus Niedersachsen und das ist meine Frau Christina. Hallo. So ein bisschen verfranst. Was heißt verfranst? So zweimal drumherum. Mach nochmal. Kannst du besser. Norddeutsch kurz? Ja, vielleicht nicht ganz so schnell gesprochen, aber... Kürzer. Ja, ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Umsetzen, loslegen. Ja, Stefan. Ordentlich. Ich mach's ordentlich. Ich mach das ordentlich. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nee, das Schmunzeln passt nicht. Warum nicht?
Wo soll man denn schmunzeln? Bei dem Video sind ein paar Schmunzler drin. Sonst haben wir was falsch gemacht. Ja. Also, halt ohne Schmunzeln. Mach mal ohne Schmunzeln. Komm, einmal noch. Einmal noch, okay. Das wird's jetzt. Okay. Aber no pressure. Ich hoffe, das war Spaß. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat dich motiviert, selbst loszuziehen mit der Kamera und ein paar der Ideen umzusetzen. Jetzt hast du das Hashtag halt nicht genannt. Blendest du das nochmal ein? Kann ich natürlich einblenden. Habe ich nicht genannt? Nein, du hast nur gesagt, benutze das Hashtag, aber nicht. Oh, Amateur. So, ich hoffe, das will ich immer so sagen. Ich hoffe, das war Spaß. Ich sage halt immer, es hat Spaß gemacht. Ja, musst du dir abwählen. Aber meine Videos sollen auch ein bisschen Unterhaltung haben. Ja, aber das ist jetzt für Nikon. Das ist was anderes. Da muss es seriös sein. Ja. Hätte ich ein Hemd anziehen sollen? Entschuldigung. Pulli. Hattest du ja vorhin. Hatte ich vorhin, das reicht, ne? Mhm. Einmal reicht. Ich hab's draußen hängen. Ich könnte das Jackett überziehen. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat dich motiviert, loszuziehen mit der Kamera und selbst ein paar der Ideen umzusetzen. Stefan, die sollen noch gar nicht losziehen. Wir sind zu Hause, alle ja, zu Hause. Los, also sprichwörtlich, das ist eine Redewendung. Ja, diese Zeit muss man politisch möchtest du das, korrekt... Möchtest du das Ende machen? Mach du das Ende, bitte. Nein, ich kann das... Nicht nein, nein. Das also. Ich halte meine Klappe. Aber also, losziehen ja. Mit der Kamera... Don't go away. Nein. Stay at home. Stay at home.